So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Gothic Definitive Edition Folge Nummer 5. So, ein ganz kurzer Check, wie das so üblich so ist bei meinen Let's Plays, ob die Aufnahme auch läuft. Okay, Aufnahme läuft, dann kann es jetzt weitergehen. Ja, meine Damen und Herren, in der letzten Folge sind wir extremst weit gekommen. Ja, wir waren da sehr produktiv. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber vermutlich starten wir aus diesem Punkt bereits zum dritten, vierten oder sogar fünften Mal. Also, ich würde sagen, genug gequatscht, los geht's. Ja, meine Damen und Herren, in der letzten Folge hat uns unser bester Buddy Matt die gesamte Folge komplett Nee. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Wenn man vom Teufel spricht. Diese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft Sag's mit dir zu tun kriegen. Sag's dem ganzen Lager, das wird sie sicher Alter, ich rasiere alle, Alter. Junge, Junge, Junge. Lass mich Streit vergisst du, okay? Welchen Streit, Alter? Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Verpiss dich. Willst... Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager Alter, werden staunen, wenn sie erfahren, Ruhe, dass ich einen Beschützer habe. Schreit's die werden sich in die Hosen machen. Nicht. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal so, überlegen. Wo ist die Keule, Alter? Kleiner. So. Wieso kommt er eigentlich jedes Mal da raus? Erste Frage. Wieso weiß er, woher weiß er, dass ich da bin, Alter? Hat er einen fucking Wallhack? Benutzt er also, wie heißt es? Illegale Tools, ja? Wie war das? Cheats. Meine Fresse, Alter. Unglaublich, Alter. Unglaublich. So, aber erstmal... Seraphis. Einsammeln. Ja, meine Damen und Herren, das letzte Mal... hat uns Matt die komplette Folge versaut. Wir sind kein Zentimeter weitergekommen. Aber ich hoffe, es war zumindest ein wenig unterhaltsam. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. Übrigens habe ich mir die letzte Folge angeschaut, also Folge 4. Das passiert mir nicht nochmal. Da hatte ich nämlich gedacht, es war nicht Diego, der da an diesem Punkt gestanden hat. Und mit Krim, der uns übrigens das Schwert abgezogen hat und uns damit... Na, ihr wisst... Ja, zur Strecke gebracht hat. Es war doch Diego, der mit dem Krim über irgendwelche gemeinsamen Sachen gemacht hat. Muss nicht gleich jeder wissen. Quatsch wird viel. Offensichtlich hat der Bloodwind den Auftrag ja gegeben, ja, weil ich ihm ja kein Schutzgeld gezahlt habe. Ich bin mir sicher, aber vermutlich hat der Bloodwind dem Diego das gesagt und der Diego hat dann dem Krim. Solange ich damit nichts zu tun habe. Alle Junge. Der Quatsch wird viel. Junge. Nicht mehr auf das Gefasel. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Kann schon sein. Behalt's für dich, muss ja nicht gleich jeder wissen. Diego. Ich glaube kaum, dass ich darf nicht alles glauben, was man hört. Alter. Das passiert mir nicht nochmal. Wenn das nicht offensichtlich war, meine Freunde, wenn das nicht offensichtlich war. Behalt's für dich, muss ja nicht jeder wissen, ja? Erstmal abwarten. Der Geschichte muss wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das merke ich mir, Alter. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So, Freunde, ist das nicht unser Bloodwin? So, Freunde, wir sind zu viert. Wie wär's, wenn wir hier einen kleinen Aufstand aufzetteln, ha? Was meint ihr?
Wie wär's? Guck mal, der denkt, der ist hier der Baba hier, ja? Nur weil er so eine fette Ausrüstung anhat, glaubt er, der hat's drauf. Glaubt ihr, wollt ihr euch alles erlauben lassen, Alter? Jungs, wenn du meinst, ihr werdet hier wie Dreck behandelt, Alter. Kämpft mit mir für die Freiheit. Wahrscheinlich aus dem Überhaus. Okay, Alter, wenn ihr weiterhin wie, ja, nichts behandelt werden wollt, dann bitte sehr, Alter. Hier ist anscheinend jeder Einzelgänger. Alter. Hier muss sich jeder selber behaupten. Blodwin, du weißt Bescheid, ne? Ich will es ja nicht direkt sagen, aber du kannst hier nur schwache Leute rumschubsen. Wenn ich auf dein Level komme, Alter. Was willst du? Du weißt Bescheid, was ich will. In ein paar Folgen werden wir sehen. Kann ich was für dich tun? Ja. Ich bin jetzt vernünftig, okay? Ich bin jetzt vernünftig. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Alter. Alle. Man. Ich glaube, das ist gleichzeitig eine Lehre. Also dieses Spiel gibt uns eine Lehre, dass wir nicht unbedingt jedem vertrauen sollten im Leben. So, diesen Typen kenne ich noch, das ist ein korrekter Mann, den haben wir letzte Folge angesprochen. Kollege, ich hoffe für dich, dass du groß und stark bleibst und gesund bleibst. Ja, du bist mein Mann, Alter. Du bist mein Mann, Alter. Wenn du Hilfe brauchst, ja, bei irgendetwas, sag Bescheid, ich komme vorbei, Alter. Dir helfe ich gerne. So, der hat das, genau, von dem haben wir die Information, warte mal, was haben wir da letztes Mal? Aufnahme altes Lager. Genau, wir wollen Torus. Der Torus, der steht ja da bei dem Eingang, ja, da wo der Diego auch steht. Das haben wir in der letzten Folge mitbekommen. Ich mach mal einen Bogen um den herum, Alter, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich den jetzt zu ihm hingehe, kommt der matt, Alter, mit seinem Kack-Tunnel-Effekt oder was auch immer der da benutzt. War doch klar, dass es Ärger gibt. Torus, kaum, dass sich daran was ändert. So, mein Freund. Alter, der hat ja eine richtig fette Ausrüstung, Alter. Aber mal's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Quatsch wird viel. In seiner Haut will ich trotzdem nicht verstecken. Ja, ich glaube, ich komme da wohl nicht rein, oder? Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay. Schön ruhig bleiben. Ich will keinen Ärger machen. Ich halte mich da lieber raus. Das, meine Freunde, sagen wir nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Verlass dich auf. Würdest du mich für eine entsprechende Wenn Menge Erz in die Burg lassen? Für die eine entsprechende Währung Menge? Ist? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken. Alter, bist du bescheuert, Alter? Ich habe nicht mal 10, Alter. Brocken. Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Aha. Ganz okay. Umsonst. Nee. Das, meine Freunde, wir. Ich hab's schon mehrere Male erwähnt, ja. Also, das, da sind wir. Früher. In Ausführungszeichen. Ich will für Gomez arbeiten. Ich will für Gomez arbeiten. Ach. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Junge, muss ich ihn erstmal überzeugen oder was? Ja, genau, der Diego hat mich ja hierher geschickt, ne? Ich meine, wenn der Diego, ihr seid sicher Buddies und so, ne? Immer wieder diese. Lass uns lieber über was anderes reden. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist,
werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Man muss eben aufpassen, was man meint. Ja, nee, nebenbei gesagt, Kollege, die 1000 Erz, die habe ich hier gerade durch schwarze Magie herbeigezaubert. Ja. Also, du kannst mich schon reinlassen, also ich habe kein Problem. Ich habe die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Verarsch mich nicht, Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken Erz. Nur ein Witz. Ich hoffe, Witze kann man hier wohl reißen, oder? Ah, wobei... Den letzten Witz, den ich da gerissen habe, da wurde ich... Ja, ihr wisst noch Bescheid, da wurde ich... Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Genau. Kann schon sein. Ja, wieso stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Wie sie alle hier abgehoben sind, Alter. Alle abgehoben. Aber wisst ihr was? Je abgehobener man ist, ja, je höher, je größer man... Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. ...die Nase oben hat, ja, umso härter... Klatscht man auf den Boden, meine Freunde. Verlass dich auf jemanden. So, Lebensweisheit. Wo waren wir? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Jetzt es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Komm. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Junge, ich kann jede Aufgabe. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, genau. Ich kann alles schaffen, Alter. Alles, Alter. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Easy. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, aha, der keiner von Gomez-Leuten ist. Ja, aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Aber mach dir keine Sorgen. Mach dir jetzt nicht ins Hemd, Junge. Ja, nicht mehr auf die Geschichte, muss wohl auch was dran sein. Ich bin bereit geboren, Alter. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, okay. Verstanden? Das heißt, ich kann dich erpressen. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrek ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Ja, das sagt es das. Gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs. Korrekter Mann, Alter. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Alter, wenn ihr hier alle wie Scheiße behandelt, ja? Entschuldigung, dann braucht ihr euch hier nicht wundern. Hey, der Typ ist so gut, Alter. Das ist eine geniale Idee, Alter. Wieso ich selber darauf nicht gekommen bin? Wir sind ja Level Up, ja? Wir sind ja Level Up gekommen, ja? Das heißt, wir haben Lernpunkte und diese Lernpunkte kann man in Fähigkeiten investieren. Das bedeutet, ich kann... Okay, ich kann noch nicht, aber... Erstmal muss ich einen Lehrer finden, der mir die Fähigkeit Diebstahl... anbieten könnte. Dadurch wäre ich in der Lage, die Leute aus dem alten Lager abzuziehen und die Ware hier im alten Lager wieder zu verkaufen. Bam! Das ist wirklich nicht mein Problem. Mordrek, du bist mein Vorbild. Das passiert mir nicht nochmal. Korrekt, ja. Das ist mein Mann, Alter. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ja, nicht mehr auf das Gefahr. Hä, wieso? Die könnten doch Mordrek eigentlich einfach wegklatschen bei so einer fetten Ausrüstung, die der hat, Alter. Ich halte mich da lieber raus. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wieso beschützen die Magier diesen Mordrek? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt.
Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen Ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten Sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Verarsch mich deswegen nicht, ja. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Wahrscheinlich hast du recht. Immer schön die Bauern vorlassen, ja. Manche lernen eben gar nichts dazu. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja. Ja, was ist mit den Magiern, Alter? Was klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ich sollte dann auf jeden Fall aufpassen, wen ich da im Schlaf erdolche. Also, Kollege, wo finde ich den Mordrak? Ja, wo finde ich ihn? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Wir sind... Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Okay. Ich halte mich da lieber raus. Umbringen. Junge, das ist mein Mann, Alter. Ich werde ihn auf gar keinen Fall umbringen. Ich kümmere mich drum. Hol dir ruhig einen Tee... Eine warme Decke, lehn dich zurück und genieß da, was auch immer du hier machst. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Kann schon sein. Ich glaube kaum, dass ich das nicht mache. Das ist wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe Leier. Früher. Also, meine Damen und Herren. So wie ich das Ganze jetzt verstanden habe... Gibt es nichts zu tun habe. Drei Möglichkeiten. Ich halte mich da wieder raus. Also wir müssen ja, glaube ich, irgendwie hier in die Burg kommen, ja. Und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, um in die Burg zu kommen. Wir müssen ja einen Feuerbrief oder wie hieß dieser Brief? Brief an die Feuermagie. Entschuldigung, ja. Wir müssen einen Brief an die Feuermagie abgeben, ja. Das bedeutet. Option A. Wir zahlen 1000 Erz. Ja. Option B, 2. Wir schließen uns dem alten Lager an, dann kommen wir easy umsonst hinein. Das kommt auch nicht in die Frage, by the way. Dritte Variante ist, der Mordrak, also wir haben ja die Information bekommen, dass der Mordrak da als Bote für die Magier des alten und des neuen Lagers arbeitet, ja. Das bedeutet, der kommt irgendwie in Kontakt mit den Magiern, ja. Es gibt hier so... Oh, Alter, ist das der Matt, Alter? Junge. Weg hier, Alter, weg hier. Nee. Junge, der hat 100 pro Wahlheck, Alter. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Ich will ja so unbedingt in das alte Lager, ja? So, Koch. Gibt's was? Was gibt's zu essen, Alter? Wie geht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Große Reis? Große Lebensweisheit. Hier, nimm und lass es dir schmecken. Du könntest mir einen Gefallen tun. Hat er mir gerade was gegeben? Also, Köche, meine Damen und Herren, das ist so eine wunderbare Sache. Niemals mit einem Koch einen Streit suchen, ja? Denn, ja... Köche geben uns Essen, Essen liefert uns Energie die Energie brauchen wir für Kraftsport, das sorgt auch für eine gute Laune, für eine bessere Konzentration, also niemals Streit mit einem Koch suchen.
Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. Hab ich das nicht? 5 müssten reichen. 3 Fleischschwanzen. 5. Na, nicht frech werden. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Ja, woran das wohl liegt, ja? Im alten Lager werden ja die Buddler, ja, wie Crack behandelt, kann man fast sagen. Und ja, das ist übrigens eine gute Strategie. Jo, ich gehe mal, wie heißt es, Beeren pflücken, ja. Ich komme gleich, ja. Zack, neues Lager, weg. Also, mein Freund, wo finde ich das? Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Was ist mit Höllenpilzen? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ja, korrekt. Da muss ich ja sowieso hin. Wegen Mordrek, ja? Ja, wie hieß der Kollege? Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Alter, den kannst du vergessen, Alter. Der ist 1000% neues Lager, Alter. Hier will sich keiner aufhalten, Alter. Ich sag's euch. Und du solltest, ich meine, du kannst ja was, ja. Du solltest auf jeden Fall auch weg von hier. Ich sag's nur, ja. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Oh Gott, Alter. Ein Kampf! Nö, da ist alles gut. Junge, jetzt renn weiter, Alter. Renn weiter, ja. Ich will dich nie wiedersehen. Steck die Waffe weg! Kollege sehen, gleich wegrennen, ne? Ohne Witz, der hat mir eigentlich an sich nichts getan, aber das... Die Tatsache, dass er mich zu nicht... Alter, der kommt wieder... So, das hey, nehme ich jetzt mit. Nee, Alter, Pech gehabt. Pech. Die richtige Entscheidung. Ruhig bleiben. So, wer bist du? Fingers! Ich will Schatten werden. Und? Ja, was und, Alter? Ich geb dir gleich eine Klatsche ins Gesicht, Alter. Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht. Alter, Junge, zieh Leine, Alter. Mit solchen Leuten rede ich erst nicht, Alter. So, ciao. Nee. So, wir... Was? Noch ein paar Minuten haben wir. Ich rasch jetzt hier mal komplett durch. Ja, ich hoffe, ich werde nicht... Hoppala, was haben wir denn hier? Okay, es tut mir leid, ich rasch doch nicht durch. Erstmal das Fleisch braten. Aber vorsichtig, ja? Nicht überbraten. Sonst gehen wichtige Proteine verloren. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Aufpassen, warum? So. In seiner Haut will ich trotzdem. Oh.
Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das schauen wir uns nicht so voll an. Alter! Bist der da? Kann ich die Leiter bitte? Okay, danke. Aha, 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 was hören wir da? Aha. Eins. Alter, jetzt mach hin, ey. Zwei. Zwei, okay. Zack. Zack. Ich glaube, ich habe noch was ge... Ja. Alter, das Viech ist da jemanden, oben. Du bist verlassen, das ist ja. Oh, Vorsicht. Ich dachte, das wäre schon so. Erklärt. Easy. Komplett easy, Alter. Ich halte mich da lieber raus. Ist das nicht das Südtor? Nicht so viel Quatsch. Ja, ja. So, wer ist... Wer ist das? Mordrak! Hey, Neuer! Was geht ab? Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware hart günstig verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ware günstig verkaufen, ja. Woran das wohl liegt? Besteckteller... Ja, wir verkaufen dir erstmal hier was. Gegenstand gegeben, Erz gehalten, Erfahrung, was? Also, ich habe gerade fürs Verkaufen lass uns lieber über was anderes Erfahrung bekommen, ja? Okay. Zeig mir deine Ware. Kein Problem damit. Such dir was aus. War doch klar, dass das Ärger. Eine Karte der Kolonie. Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. Das passiert mir nicht nochmal. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. 50. In seiner Haut will ich ja, was hast du hier? Käse, Schinken. Also Kollege, tut mir leid, ich bin ja hier nur ehrlich, ja. Aber ich dachte, du hättest mehr im Angebot. Ich glaube, du müsstest noch auf deinem Geschäft ein bisschen arbeiten, mein Freund. Vielleicht kannst du ja später was von mir lernen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich dachte, das wäre schon lange. So, das Handeln, weiß ich noch, wie es funktioniert. Ich halte mich da lieber raus. Fuck. Okay, wir geben erstmal. War doch klar, dass das Ärger gibt. Moment. Wir haben hier drei Keulen am Start, ja? Wir haben drei Keulen am Start. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das ist eine ausgebrannte Fackel, die können wir nicht benutzen, okay? Letzte Scheiß. So. Spitzhacke 7 Damage, 5 Damage. Okay. Mordrak. Hey du. Mordrak. Wieso drehst du dich denn um? Ich hab doch nichts gesagt, Alter. Sei doch nicht gleich so mad auf mich. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Also als allererstes geben wir hier ausgebrannte Fackel. Wo war das hier? Hier. Alter, das gibt's doch nicht hin. Hier. Also ich denke eine Keule werde ich behalten, weil wenn man hier umgeklatscht wird, okay, wir müssen gleich Schluss machen. Wenn man hier umgeklatscht wird, ja, da werden ja die Waffen und das Erz abgezogen. Deswegen im besten Falle immer zwei Waffen haben. So. Geiler Handel. Geil. Also, lass uns lieber über was haben. Ich akzeptiere den Handel. Annehmen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind jetzt mit dieser Folge durch. Ja, ich möchte noch eine Sache erwähnen.
bevor ich hier Schluss mache und speichere, nehme ich mal die Spitzhacke. So. Also. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Mir wäre das ganz anders gehen, Quatsch. Ich möchte in Gothic 1 möglichst sehr viele Elemente herausfinden, die mir das Spiel anbieten kann. Ja, also ich bin sehr neugierig auf das Spiel und ja, mit Neugier will man natürlich auch Sachen entdecken, rausfinden, ein bisschen rumknobeln, Detektiv spielen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Und nehmt's mir wirklich nicht übel, wenn ich in dieser Folge im alten Lager nur durch die Gegend gerannt bin und ja, mit den Leuten ein bisschen gequatscht habe, Informationen herausgeholt habe, weil damit man Informationen herausholt, ja, muss man die Leute anlabern. Dadurch findet man Sachen heraus und so findet man irgendwelche neuen Elemente, für die das Spiel anbietet. Natürlich kann der eine oder andere denken, man kann, also so viele Leute hier es gibt im alten Lager, kann man mit Sicherheit 100 Folgen allein im alten Lager rauspacken. Deswegen, ich werde sehen, sobald wir nicht in dieser, wie soll ich sagen, sobald wir zu viel labern, wechsle ich ein bisschen meine Vorgehensweise. Ja, und das nächste Mal werden wir, ich glaube, das regnet gleich. Das nächste Mal werden wir, ich bleibe mal hier am besten stehen, sonst werde ich draußen nass. Und wenn ein kalter Wind kommt, dann können wir eine Erkältung uns schnappen. Ja, das nächste Mal, also wir müssen ja für den Koch Pilze besorgen. Ich glaube, ich sehe sie sogar schon von hier. Ja, und vielleicht... Ich hätte mir... Also wir werden uns in der nächsten Folge... Hey du! Oh, alter Kollege, dich habe ich hier noch nicht. Ich moderiere gerade hier ab, Wunder, ja. Ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Vielen Dank. Das war... Okay, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Übrigens, ich möchte mich an der Stelle auch gleichzeitig bei meinen neuen Abonnenten bedanken. Ja, ich habe nämlich gecheckt, wie viele Abonnenten ich zurzeit habe. Ja, die Zahl hat sich von 10 auf 12 erhöht. Also, in dem Sinne, herzlich willkommen. Ja, auf diesen Kanal. Ja, meine Damen und Herren, ich bin zwar ein kompletter Anfänger, was YouTube angeht, aber ich hoffe zumindest, ich kann mit meinen Videos eine Unterhaltung anbieten. Also, meine Damen und Herren, Dankeschön, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.